Jo, servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, wo ich schon ein paar Tage schon angekündigt habe, zusammen mit dem FIPA. Hallöchen. Yeah. Wir haben es endlich mal Zeit gehabt, es mal aufzunehmen jetzt endlich mal. Hat ja irgendwie 8 Minecraft-Ingame-Tage gebraucht. Wir spielen ein schönes kleines Modpack, das den Namen trägt Minecraft Infinity, wo vielleicht schon ein paar kennen. Ja. Ich meine, es gibt ja auf jeden Fall richtig viele Sachen, wenn oft die mal kurz Zeit hat durchzublättern, was da alles an der Seite steht. Das ist richtig viel. Und richtig viel Deko-Zeug und Kleinigkeiten und Technik-Zeugs und Magie-Zeugs und richtig krass. Richtig, also es wird auf jeden Fall ein richtig cooles Projekt. So, am ersten brauchen wir wieder Holz. Da sind wir schön vorbeigelaufen. Da hinten sind nämlich hier die kleinen Bäume. Oh, hier sind so kleine... Ah ja, stimmt, das ist ja der Botanik-Mod, ist auch drin, wer vielleicht das Modpack Shine oder sowas kennt. Ich kenne mich allerdings mit dem Botanik, also mit dem Botanik-Mod oder Botania oder wie auch immer das hieß. Keine Rückmeldung? Okay, Aufnahme läuft noch. Okay, Minecraft, keine Rückmeldung. Ja, das kam plötzlich. Ich hab nur durchgescrollt, was so alles gibt. Oh, ich hab ein Achievement, Getting Wood, du auch. Ja, so, erstmal wieder eine Werkbank. Du hast dein rotes Buch noch, wa? Ja. Okay, warte mal, ich muss mal kurz mir hier bei Options mich erstmal wieder in den Recipe-Modus, genau, Recipe-Modus, nicht, dass hier mal ein kleines Problemchen oder sowas auftritt. Ein kleiner Cheat von dir? Ja, aus Versehen, auch wenn ich mir nur ein Rezept oder sowas angucken will. So, Mist, jetzt habe ich kein Holz mehr für ein Schwert oder sowas. Ja, lass uns mal Steinsammlung machen, das ist eigentlich bei mir immer die Basics, wo ich jetzt erstmal mit einer Holzspitzhacke und dann ein bisschen Stein holen. Und ich muss halt sagen, das erste Projekt, das ich mit FEMA was auch mache hier, das kommt auch dazu. Wir nehmen sogar das erste Mal, glaube ich, zusammen auf. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, Terra, oh, guck mal, Terra, ja, stimmt, das war ja dieser... Ne? Zusammen. Wie? Terra haben wir, glaube ich, nie zusammen aufgenommen. Nee. Aber ich merke hier gerade, stimmt, das habe ich voll vergessen, dass hier nämlich zum Beispiel auch kein Timber-Mod drin ist. Das wäre ja noch die Krönung, wenn hier jetzt noch Timber-Mod drin wäre. Mhm. Aber zumindest werden die Blätter jetzt immer so direkt abgeholzt. Das heißt, alle Blätter, die jetzt zu dem Baum gehören, werden einfach so, lösen sich einfach auf zu dem, was sie halt werden. Entweder zu Saplings oder zu Äpfeln oder was auch immer. Das ist auf jeden Fall richtig cool. Das heißt, wir haben keine nervigen Blätter, die uns hier dauernd im Weg sind. Und ich mache mir jetzt hier erstmal Holz-Equip, auch wenn man sich nur... vielleicht ein Holzequip oder sowas machen muss, wie eine Spitzhacke oder so, aber ich will die Achievements haben. Deswegen mache ich das hier gerade so. Jetzt habe ich wieder alle Achievements. Time to farm. Du bist hier schon unten, okay. Ja, ich baue hier gerade den Stein ab. Okay. Ich habe noch 11 Brot, ach egal. Na, ich habe auch noch Brot, aber 10, aber ist mir jetzt eigentlich völlig egal. Also ich habe jetzt hier auch schon ein bisschen Eisen auch schon gefunden. Ja, aber das muss man doch eigentlich mit einer Schaufel oder sowas abbauen, oder? Ja, mach ich gleich. Eine Eisenschaufel oder so. Hier hinten ist die Werkbank. Ja, was wir aus dem Projekt eigentlich erwarten oder möchten, das ist also auf jeden Fall lange anhaltendes Projekt. Auf jeden Fall. Red du am besten aus. Es werden wahrscheinlich ab und zu mal ein paar Gäste dabei sein. Glaube ich zumindest. Ja, so haben wir es ein bisschen abgesprochen. Das Abend so irgendjemand halt dabei sein wird, da tun wir immer wieder ein bisschen was vorbereiten, was wir vielleicht machen werden dann mit denen. Ja, die dürfen dann für uns farmen gehen oder so. Ich habe mir ja schon deswegen ein bisschen überlegt, denen so ein kleines Gasthaus oder so zu bauen. Ja, könnten wir machen. Ja. Deswegen, damit die auch ein Bett oder sowas haben, damit die halt irgendwo schlafen können und uns nicht irgendwie, wie heißt denn sowas, uns irgendwie auf... Wenn jetzt zum Beispiel... Egal. So, ich würde sagen, wir bleiben da hinten bei diesem kleinen Holzhaus hier hinten, wo, glaube ich, eine Witch oder sowas drin ist. Okay. Das heißt, es kann sein, dass wir gleich erstmal metzeln müssen. Die Workbench hast du schon mitgenommen, okay? Ja, habe ich schon. Entschuldigung. Nee, ist doch nicht schlimm. So, da hinten sind Kürbisse, die brauchen wir jetzt noch nicht. Die rennen uns ja nicht weg. Ich folge da hinten. Jo, da hinten ist ja schon das Gasthaus, dürftest du sehen. Mhm. Ich will aber... Nee, warte, wir gehen erstmal rein. Wo ist überhaupt der Eingang? Hier. So, bist du bereit?
Ich hab noch kein Schwert. Warte. Ist da überhaupt irgendwas drin? Weiß ich nicht. Ja, da hinten in der Ecke. Da ist eine Kiste drin. Ja, die will ich haben. 3, 2, 1, go. 4 Äpfel. Wow. Greift der uns an? Egal, der gibt uns Items. Oh. Hä? Eine Hexenhand. Eine Hexenhand? Ja. Hier kann ich haben. Was kann die eigentlich genau? Ich habe keine Ahnung, ich habe die schon bei einem anderen Modpack auch schon Das sieht voll eklig aus. Das ist richtig die hässliche Hand. Ich habe die bei einem anderen Modpack auch schon mal gesehen, aber weiß nie direkt, was sie eigentlich macht. Ich hole mal die Werkbank rein, weil es nämlich Witch's auch Hand. Zum Witchery Mod. Macht wird's okay. Ja noch gar nicht. Ey cool, das heißt, wir können dieses kleine Haus hier schon mal erstmal für uns beschlagnahmen. Warte, die Kiste habe ich jetzt nicht abgebaut, oder? Nee. Aber die Workbench kannst du rein. Habe ich schon. Ich bin dir immer einen Schritt voraus. Hallo? Gar nicht, also wir sind ja keine, sage ich mal, Anfänger in VC Beast. Wir haben ja schon, oder was heißt es, generell so in Technik-Mods, weil ich denke mal, von Tekkit kennt man auch einiges, auch wenn die Rezepte anders sind in VC Beast. Aber trotzdem muss man natürlich dazu sagen, wir sind keine Noobs, wir kennen uns hier schon mit ein paar Sachen aus, aber jetzt zum Beispiel mit Sachen, ich kann jetzt so von mir reden, ich kenne mich hier zum Beispiel nicht mit diesen Bienen oder sowas aus, mit diesen Bienennesten. Ich mich auch nicht. Deswegen, man soll, oh Gott, stimmt ja. Hier wächst ja jetzt auch Essen auf Bäumen, so also Apfelbäume und sowas gibt es ja jetzt auch. Ja, es gibt auch, glaube ich, Kirschbäume oder sowas gibt es aber auch noch. Ja, was habe ich denn hier gefunden? Avocado-Baum. Habe ich gerade Avocados Avocados abgefarmt. Ich habe schon mega viel Essen. Nimm diese weil ich hier die ganzen. Ja, genau das mit. Deswegen, jetzt nehmen wir einfach mal die ganzen Büsche mit. Ich habe mir auch schon ein bisschen was ausgedacht. Und zwar können wir eine unendliche Eisenfarm machen und noch eine unendliche Goldfarm, wenn wir solche Büsche finden, wo so. Bären halt auch haben. Es gibt das so Tin Ore Berry. Ach so, diese, ach so, ja. Diese, ah ja, ja, die kenne ich. Die abbauen und dann kann ich die irgendwie ein bisschen automatisieren, dass sie uns fast eigentlich nur noch mit Eisen und sowas zu versorgen. Okay, cool. Ja. Das heißt, wir hätten dann eigentlich unendlich Eisen oder wie? Sozusagen, ja, es wächst ja immer wieder nach. Cool. Da hinten ist noch ein Busch, den hole ich mir auch. Ich denke mal, so viele Büsche können wir gar nicht abbauen, wie es hier geben wird. Aber erstmal egal, den haben wir wenigstens ein paar Büsche für den Anfang. Ich weiß auch gar nicht, ob wir die erstmal schon anpflanzen, weil ich denke mal, genug Beeren werden wir schon haben. Ja, schätze ich auch. Dann habe ich ja noch die komischen 5 Avocados oder so, die ich abgefarmt habe. 5 Avocados. Deswegen, und ich denke mal, dass ich mich am Anfang, also, das ist ja richtig komisch, weil ein Vizebeast Ultimate, glaube ich, war das. Ja, Vizebeast Ultimate. Ich komme immer mit Unleashed und Ultimate so ein bisschen durcheinander gerade. Okay. Bei Vizebeast Ultimate und bei Vizebeast Light kenne ich mich ja sehr gut mit der Magie aus, also mit Taumacraft. Allerdings ist hier die Magie ein bisschen anders. Da muss ich mich echt nochmal ein bisschen schlau machen, wie man hier... Taumacraft 3 glaubst du für die Hörweise, oder? Ich glaube, ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall ist es relativ komplex. Und anders als sonst. Okay, wir haben ja schon... Kann man eigentlich Avocados... Nee, die kann man nicht in den Ofen tun. Oh, nee, die kann man nicht brennen. Das wäre jetzt die Krönung gewesen. Und wir haben nur 4 Avocados, okay. Tu mal, so, in die Bischmutsche kommen. Wir haben noch gar kein Bett, oder? Nein. Das ist doof, ne? Diese Schafe. Wir haben doch hier irgendwo... Warte. Hier machen wir einfach... Tin Gravel Ore... Iron Gravel Ore. Tue ich mal ein bisschen braten. Okay. Und tun wir daraus eine Dings machen hier. Ich suche mir ja auch gerade erstmal ein paar Schafe. Das Geile ist, ich sehe dich hier auf der Karte. Das heißt, ich kann. Ah, da ist ein Schaf. Guck mal. Ja, deswegen. Ich warte jetzt nicht töten. Ich tue das nämlich eine. Hier Dings machen, eine Schere. Da können wir auch ein bisschen mehr Clay rauskriegen. Ih, was ist das denn bitte für einer? Ach so, das ist so ein Skelett mit so einem Bane-Head. Mit so einer Bane-Mütze. So, okay. So, dann machen wir jetzt eine Schere. So, ja! Monster Hunter und ich habe einen Hut bekommen. Gut. So, da ist Schafi. Schweinchen. Oh, der hat einen verzauberten Bogen. Das machen wir. So, ein Bett haben wir. Oh Gott, Alter, die ziehen aber richtig viel weg. Ich weiß gar nicht, auf was für eine Schwierigkeit. Oh Gott, 3 Herzen. Oh, 2 Herzen. Alter. Na, ich habe auch ein Head unlocked. Oh Gott.
Wir müssten uns irgendeine Strafe überlegen, wenn einer stirbt. Okay. Das wäre bestimmt voll lustig. Aber ich wüsste jetzt nicht, was man machen könnte. Du musst 10 Stunden mein gehen. Oh lol. Was denn? Das hab ich voll durchgekleckert. Ja. Ich musste gerade gegen eine Armee von Skeletten kämpfen. Und da hinten rennt ein nackter Schaf rum. Hast schon ein bisschen Holz? Guck mal, aber hier ist doch noch ein brauner Schaf. Oder hast du schon 6 Wolle? Ich hab 6 Wolle schon. Hast du noch ein bisschen Holz? Was hast du mich gerade eben gefragt? Holz brauche ich. Ja, habe ich noch ein bisschen, glaube ich. Die habe ich doch in die Kiste getan, oder nicht? Nee? Nee. Hab ich jetzt wahrscheinlich. Ey, was denn hier neben mir? Also du. Hast du jetzt Holz oder muss ich farmen gehen? Ja, ich kann auch Holz holen. Ja, ich finde schon Holz. Einen Kopf. Hier ist schon Holz. Oh, fast. Ach so, das sind doch diese Rubberbäume hier, oder? Ja. Warte. Die brauche ich aber später. Für, ja, weil, ich weiß. Wie gesagt, auch vorher schon viel mehr gesagt hat, dass ich viel mit Zaubercraft umgehen kann. Manche Abonnenten erinnern sich vielleicht noch an mein FTB Light Projekt. Da habe ich viel mit Industrial Craft gemacht und da auch ein bisschen mit Zaubercraft. Aber vorher war es nur mit Industrial Craft und das werde ich wahrscheinlich auch wieder machen. Da wir mir schon ein bisschen so ein Macerator von Anfang haben. Weißt du, Macerator wäre schon ein bisschen schön. So, ich brate hier ein bisschen Eisen, gerade mit meiner Holzhoe. Dann kann ich jetzt wenigstens das ganze Holzzeug hier, was wir ja gerade hier nicht mehr benötigen, bloß für die Achievements habe ich gebraucht, weil ich möchte hier schon ein paar Achievements bekommen. Auch wenn es relativ Schwachsinn ist, weil das bringt einem nichts, außer dass man die Achievements hat. Was? Oh, ja? Okay. Ne, ich glaube, hier muss aber auch nur eine schlafen gehen, glaube ich. Nee, das war doch... Doch. Ey, cool, ja, 1 von 52% muss schlafen gehen. 50%, ja. Cool, dann hätten wir uns das zweite Bild eigentlich sparen können. Belladonna Seeds. Okay. Ich habe Belladonna Seeds gefunden. Belladonna Seeds? Ja, keine Ahnung, was ich bringe. Ich weiß es auch nicht, aber es ist richtig cool, dass ich das möchte. Platz sparen, tue ich jetzt ein Bett mal wegmachen. Okay. Komm, du musst noch fertig werden. Ja, ein Barren hat's noch geschafft. Wo ist die Werkbank? Da oben. Wo? Okay. So. Okay, wir haben ja da hinten eine Schlucht gesehen, deswegen würde ich sagen, ich trusche mich jetzt nochmal mit... ich habe doch vorher auch Iron reingetan, ja. Dann noch mal ein bisschen so. So, zack, 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 alles rein, was hier nicht nito-nagelfest ist und dann... Gehen wir auch schon los. Warte mal, ich kann mir ja noch mal ein bisschen... Die Avocados nehme ich mir mit. Das ist meine Avocados. Das sind meine. Ich weiß doch gar nicht, wie viel Hunger die bringen. Steht hier das irgendwie? Nö. Wo war denn die Schlucht? Richtung großer Baum. Creeper! Ach so, da... Die am Anfang war die Schlucht. Ja. Okay. Wir brauchen jetzt schon eine Doppelkiste. Naja. Die werden wir... Also, ja. Oh, yeah. Die werden wir bestimmt irgendwann mal brauchen. Oh, wenn nicht jetzt, wann dann? Okay. Wenn ich jetzt, wann dann? Wenn ich hier... Au, was ist das? Aluminium Orberry Bush, okay. Ja, wir haben noch gerade eben davon geredet. Ja? Mitnehmen, ja. Oh, der ist runtergefallen. Oh, nee. Ja, bist du jetzt hin? Ich bin unten in der Schlucht drin. Oh Gott, das sind zwei Schluchten in einer. Oder zwei Schluchten in einer. Ja, klar. Guck dir das an hier unten. Okay, du bist noch gar nicht da. Warte, ich spring runter. Das sind einfach zwei Schluchten in einer. Und die eine geht richtig tief. Ich glaube, ich sehe da sogar schon Diamanten, oder? So. Den Hut hatte ich schon, cool. Deswegen und auf jeden Fall mit Hand kann man noch aus der Hüte aufziehen. Ich hab's hier zum Beispiel schon ein. Oh cool, die sind da so. Oh. Hüte gibt's auch hier genug. Ich hab schon meine ersten Shards bekommen, meine ersten R-Shards für die Magie. Gut. Ja, ich würde schon sagen, dass wir das so aufteilen, dass du, sag ich mal, mehr Utz. So richtige Bauarbeiter. Kopfhörer. Für den Bau. Wozu braucht man eigentlich hier dieses Amber? Auch für Magie, glaube ich. Oh, okay. Also was früher.
Das ist, glaube ich, was ist das? Quarz? Ja, Quarz ist das. Schätze ich mal, wenn ich mich nicht irre. Zertus-Quarz brauchen wir auch, weil ich habe es auch ein bisschen rausgefunden, dass wir auch so ein ME-System reinmachen können. Okay. Und ME-System, ich weiß nicht, ob du das weißt, dass wir alles so automatisch in so einem Riesenlager dann drin haben, dass wir das keine Kisten mehr sortieren müssen. Naja, das kenne ich, aber ich wusste jetzt nichts mit dem Namen anzufangen. Ja, und für die Leute, die oft hier gerade zuschauen, er spielt jetzt, glaube ich, in der ersten Folge erstmal ohne Texture-Pack, damit ihr euch so an die Grundtexturen so ein bisschen gewöhnt. Und außerdem, man muss dann sagen, das Texture-Pack leckt auch ein bisschen. Naja, weil Vize Beeste, ja, das sind auch einige Mods, die hier drin sind. Mhm. Also relativ viele. Ich glaube, das waren 100 irgendwas oder so, die hier drin waren. Mhm. Kann ich mich jetzt gar nicht genau dran erinnern. Ich glaube, 128, glaube ich. 128, okay, ja, also sind auf jeden Fall schon einige Mods, die hier drin sind. Deswegen ist es verständlich. Oh Gott. So, jetzt. Zertus Quartz, daraus konnte man sich doch auch hier Werkzeuge machen, ja, oder? Genau. Die sind aber, glaube ich, dann nur so gut wie Eisen, glaube ich. Was ist das? Tin-Ohr. Brauchen wir auch, wa? Tin, ja, brauchen wir auch. Tin-Ohr sieht hier bei mir eher aus wie so Ferris-Ohr, oder? Aber ich glaube, das ist noch ein bisschen blauer. Das sieht hier nämlich gar nicht ganz weiß aus, dieses Zinn. Was wir auch noch dazu sagen können, wir haben uns auch ein bisschen abgesprochen, dass wir auch ab und zu mal so langweilige Sachen ausgeben dann machen. Ja genau, zum Beispiel so, also die ersten Farmarbeiten, wie man jetzt zum Beispiel sieht, sehen wir natürlich in der Folge, weil ich wüsste jetzt nicht, was wir jetzt so machen sollen am Anfang, wenn wir ja nicht farmen dürfen oder sowas in der Folge. Deswegen auf jeden Fall so ein paar Farmarbeiten werden auf jeden Fall schon in den Folgen zu sehen sein, weil das wäre sonst ein bisschen doof, wenn wir einfach von einer zur nächsten Folge direkt schon wieder 1000 Ressourcen oder sowas haben. Mhm. Aber halt so etwas größere Farmarbeiten werden wir auf jeden Fall auch offscreen machen, damit man einfach schneller Sachen zeigen kann. Ich meine, Ressourcen jagen und so wird, glaube ich, dann jeder nach ein paar Folgen wissen, wie das geht. Und das ist völlig normales, wie eigentlich sonst auch in Minecraft. Man geht das mal ein bisschen, ja, halt ein bisschen farmen halt noch. Na, diese ganzen langweiligen Arbeiten, wie zum Beispiel Farmen, wenn wir die schon öfters gemacht haben, dann werden wir die auch mal ein paar Mal aufspielen machen einfach. Mhm. Und ich bin erst vor einer Stunde aufgestanden, deswegen klingt gerade noch so ein bisschen müde. Ja, du hast mich geweckt mit deiner Nachricht. Oh, dass ich ankomme. Ja. Also ich bin, nee, gar nicht. Ich bin erst aufgestanden und dann habe ich eine Nachricht bekommen, so kurz danach. Okay. Das war dann so eine halbe Stunde später. Dass du dann halt 15 aufnehmen willst und dann... Ja, oh, dann das wenn ich jetzt, wann dann, würde ich sagen. Wenn ich jetzt, wann dann? Wenn ich hier, sag mir wo und wann? Weiter oh, weiß hier, ich den Text her. Nicht. Ja? Was ist... Ah, wieder ein Chart, oder? Ja. Oh ja. Hier unten ist sogar noch... Ja, da ist noch so ein Edelstahl oder was immer, was... Ich glaube, das ist Peridot. Wie das macht. Ja, es sind so Peridot. Da kann man auch Werkzeuge draus machen. Boah, ey, ich finde es richtig cool, wenn man so aus ganz vielen Sachen Werkzeuge macht. Diese grünen Schatz, die sind so gut wie Diamanten. Die hier? Ja, Peridot? Die, wo wir gerade eben gefunden haben, ja. Okay. Ich weiß sogar, dass man sich, das konnte man, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob man das in einem anderen Vizebeast auch konnte. Oh, hier ist ein Zombie, ich dachte gerade, das wärst du. Das ist, glaube ich, das erste Vize-Beast, was ich kenne zumindest, wo man sich aus Zinn und aus Kupfer und aus Bronze überall noch, okay, Bronze ist klar, aber halt aus Kupfer und so, alles noch Werkzeuge machen kann. Aus Kupfer glaube ich nicht, oder? Doch, aus Kupfer auch. Echt? Auch Shiny. Shiny ist richtig krass, also Shiny ist noch stärker als Diamant. Okay. Wenn wir irgendwann mal Shiny finden. Ich weiß ja nicht, wo es... Ja, Zinn habe ich auch ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie viel gerade... 5. Cool. Deswegen, ich werde mich da auf jeden Fall ein bisschen an die Magie auch ein bisschen halten und oft die halt ein bisschen an die Technik. Ich werde auf jeden Fall oft die so ein bisschen meine Erfolge zeigen, damit Leute, die sich halt dafür interessieren, gut, auch wissen, wie das klappt hat. FEMA kann ja auch gerade nicht aufnehmen, wegen... Ja, aber es laggt ein bisschen stark. Das liegt daran, wegen meiner... Was? Bei mir geht's gerade noch so mit den Lags, aber... Ja gut, es ist ja, bloß durchgehend 60 FPS. Meine Grafikkarte ist mir abgeschmiert, deswegen habe ich ja erstmal nur so eine Ersatzgrafikkarte drin und die taugt überhaupt nichts für Aufnehmen. Deswegen, das ist richtig schlimm. Ich kann zum Beispiel aber Spiele wie Battlefield oder so in hoher Grafik spielen, ich kann mit Ultra-Shader und sowas spielen, aber wenn ich halt, sage ich mal, so eine einfache Sache aufnehmen möchte, dann geht's nicht. Das ist richtig
crazy irgendwie, ich verstehe das nicht. So, ich habe jetzt hier Raw Chicken. Raw ja, Chicken. Hammer. Kentucky Fried Chicken. 21 Eisen. Hier geht's an 21 Eisen. Ja. Ja, hier sind noch relativ viele Sachen. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt 20 Eisen, 5 Air Shards, okay, das ist ja eh Taumacraft. Mhm. 19 Kohle, 51 Certus Quartz Crystal. 5 Zinn und 6 nochmal von diesem Peridot, Apatite 6 Stück und 8 Copper. Okay. Also ich denke mal die, ich weiß gar nicht, diese Schlucht oder so eignet sich nicht gerade zum Farmen, oder? Wir müssen halt diese zweite Schlucht irgendwie nochmal runter. Weißt du, für was Apatite gut ist? Apatite? Was war nochmal Apatite gerade? Das ist ein blaues Ohr. Achso, ja, das habe ich gerade, 6 Stück. Aber ich weiß nicht, wozu es... Nimm einfach mal mit, können bestimmt irgendwann mal... Ja, was ist das denn jetzt eigentlich schon wieder? Irgendwie... Ich will es nämlich wegwerfen und irgendwann merken, oh, wir haben es gebraucht. Dann sind wir froh darüber, wenn wir es haben. Ja. So können wir uns wenigstens glücklich schätzen. Oh, wir haben so viel gefarmt, auch wenn wir von der Hälfte nicht wissen, was man damit anfangen kann. Deswegen, ich habe jetzt nochmal 5 Copper Ohrbarrelbarsch und ein Zinnabar-Ohr. Oh mein Gott, ein epischer Kampf zwischen einer Spinne und einem Skelett. Was? Ich will sehen, wo? In der zweiten Schlucht? Nein, hier hinten, wo ich bin. Guck mal. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Oh, jetzt die Spinne tot. Oh Mann. Ich habe gerade extra auf die Spinne gewettet. Ey, jetzt habe ich 10 Eisen verloren dadurch. Oh Gott, das wäre so grob. So, achso, hier ist die zweite Schlucht. Nee, ich bin hier hinten an der anderen, also bei der ersten Schlucht am Ende circa. Hui. Da war ich gerade eben. Ich bin weiter oben. Aua. Achso. Oh Gott, nee, oh Gott. Nee. Oh, du Kack. Nicht sterben. Oh. Nicht sterben. Ja, ich bin low life. Oh Gott. Spinne. Nicht Spinne, Skelett. Ja, die. Boah, Zombie, ey. Ich hab einen Zombie-Kopf gedroppt bekommen. Kann es sein, dass ich jetzt alles gefunden habe, außer Kohle? Ja, ich glaube schon, weil ich habe auch wenig Kohle. Ich habe nur 19 Kohle oder so. Ich habe auch gar keine Kohle. Wieso? Wird's eigentlich jetzt schon wieder dunkel? Ja, für ein bisschen Licht, weil... Oh nee! Jetzt stirbst du. Oh, Kies, komm. Oh Gott! Nein! Oh, meine Fresse. Hier ist aber noch ein bisschen Kohle. Und ich habe nochmal sowas, diese grünen komischen Teile gefunden, dieses... Peridot. Okay. Aber ich kann es gerade noch nicht abbauen, weil dazu muss ich mich rüberbauen. Ich will hier gerade erstmal... Mist! Ich habe keine Sticks mitgenommen, sonst könnte ich jetzt hier ausleuchten. Ich bin gerade in der zweiten Schlucht. Ich komme gleich zu dir. Dann können wir hier später mal hinkommen. Und wir sind schon bei 20 Minuten. Ja, egal. Wie egal? Nee, Spaß. Da gehe ich jetzt noch ganz schnell zu Fell. Wir können jetzt offscreen noch ein bisschen weiter jetzt noch farmen. Vielleicht. Und ich würde sagen, einfach, wenn euch die... Nein! Was? Oh! Da war gerade so ein Teleport-Creeper. Ja, der hat mich gerade eben weggesprengt. Nein, da ist schon wieder. Ich würde aber sagen, wir nehmen gleich noch eine Folge im Anschluss auf. Ja. So. Ja, bevor die Folge noch zu lang wird, weil wir haben ja noch ein bisschen offscreen gelabert. Ja. Die ist jetzt bestimmt schon eine halbe Stunde auf. Ja. Wenn euch die Folge gefallen hat und auch das neue Projekt, was wir jetzt auch machen, dann lasst den positiv bewerten, dann sieht es bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.